Samstagabend. Wir treffen zwei junge Frauen, die nicht erkannt werden wollen. Sie wollen Kokain bestellen. Man hat halt Nummern, so mehrere im besten Fall. Und dann ruft man da an oder schreibt man, hey, wir sind da und da, kannst du vorbeikommen? Und dann kommt die Person halt im Auto, trifft man die im Auto und dann geht's ganz schnell. Also es ist wirklich eine Sache von 5 Minuten quasi, wenn die Person dann da ist im Auto. Ich schreibe ihm jetzt, um halt möglichst bald einen Zeitpunkt auszumachen, sodass wir dann noch vorm Feiern gehen was haben und dann auch möglichst bald in den Club können. Genau, Adresse bitte mit Nummer, hat er geschrieben. Ja. Ja. Mit Kokain wollen sich die Frauen auf einen Partyabend einstimmen. Ja, du bist halt total hyped, du hast voll Lust zu kommunizieren über Gott und die Welt sozusagen. Hast auch irgendwie keine Hemmung mehr, über deine Probleme zu sprechen, die dich gerade belasten. Das Koks-Taxi hat heute viel zu tun und lässt die Frauen über eine Stunde warten. Als es soweit ist, begleiten wir eine der beiden mit versteckter Kamera. Die Unterhaltung mit dem Koks-Dealer ist nachgesprochen. Endlich, ich habe 1,5 Stunden gewartet. Glaub mir, heute ist die Hölle los. Wenn es am normalen Samstag 100 Leute sind, heute sind es 300. Was wollt ihr denn überhaupt? Ich würde gern für einen 50er Koks. Einmal nur? Genau, einmal. Danke. Hier der Fuffi. Dann einen schönen Abend noch. Okay, danke. Viel Spaß. Als Entschädigung fürs Warten gab es sogar noch eine Ecstasy-Pille obendrauf. Und das Geschäft floriert. Vermutlich Dutzende Koks-Taxis sind in Berlin unterwegs, gesteuert aus Kokain-Callcentern.